Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Ich bin Lucida und wir sind wieder zurück in Life is Feudal Forest Village. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. In der letzten Folge habe ich schon wieder 15 Leute verloren. Wegen Hunger. Ich habe immer noch versucht, das mit dem Brotmann umzusetzen, aber das klappt einfach nicht. Wir haben nicht genügend Bäcker, die das ganze verdammte Getreide in Brot umwandeln. Das reicht einfach nicht. Es geht, glaube ich, einfach so nicht gut. Also, mein langfristiger Plan ist ja eigentlich, dass wir eher uns auf Gemüsepastete und sowas stürzen. Ja, aber das geht auch noch nicht gut, weil wir keine Eier haben, nicht genügend. Ah doch, hier sind welche drin. Macht Pasteten, Mensch. Huhnstab beim Angriff eines Tieres. Achso, richtig, wir haben keine Jäger mehr zugewiesen. Wir haben gerade einen Mangel an Menschen, ist klar. Sind ja alle gestorben. Ich warte, bis wir hier die Felder abgeerntet haben. Jetzt laufen die Viecher über hier rum. Unfassbar! Aber ja, wir töten den jetzt. Hier töten. Ja. Schon wieder. Irgendwo ist der Fuchs. Ah, da ist der Fuchs. Du blödes Viech hier. Klar, das liegt halt echt daran, dass wir keine Jäger haben. Es sollte mir jemand schnappen, der die ganze Zeit nur rumrennt. Alles dauert einfach so lang. Der nur rumrennt und die. Ah! Hörst du auf! Und die, die Raubtiere da tötet. Gut. Unfassbar. So. Ich passe jetzt auf, von Hand. Da kommt schon der nächste beknackte Fuchs. Das ist ja unglaublich. Wie gierig die sind. Lass meine Hühner gefälligst in Ruhe. So. Das ist das Geräusch, das ein Fuchs macht anscheinend. Kind während der Geburt. Das passiert aber jetzt immer öfters, dass Kinder während der Geburt sterben. Bin etwas besorgt. Schon wieder ein Huhn. Da ist schon wieder der Fuchs. Ist das zu fassen? Wieso ist denn aber auch der. Da kümmert sich um das Vieh. Die müsste sich eigentlich darum kümmern, dass da keine Füchse rumlaufen. Das war eine Hühnerruhe. Ich brauch die Eier. Verdammtes Viech. Ständig. Da kommt schon das nächste Viech. Was ist denn das? Ein Wolf? Alter. Gott, wir müssen ja dringend die Jäger einsetzen. Ich sehe schon, sonst bin ich die ganze Zeit damit beschäftigt, die Hühner zu retten. Wag es ja nicht! Wag es nicht! Oh mein Gott. Na gut, so kommen wir immerhin auch zu Fleisch irgendwie. Weil ich sehe nicht, dass wir Gemüsepastete bekommen hier. Wir haben zu wenig Eier. Doch, da, jetzt haben wir wieder. Genau, ich wollte eigentlich auch noch mich darum kümmern, dass wir mehr Eier bekommen. Viel, viel mehr. Wir müssen uns in dieser Folge leider mal wieder ausruhen. Ich kann keine Steine kloppen oder sonst irgendwas machen. Die Leute, die wir. Oh. Haben. Oh, 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 da sind wir fertig. Die müssen wir komplett so einsetzen, um alles am Laufen zu halten. So, jetzt nehmen wir hier mal unsere vier raus. Setzen auch Jäger wieder ein. Das Feld ist auch fertig. Gut. Liebe Leute, es ist stressig. Der Jäger hier wird eine gute Sache machen. Hier haben wir noch irgendwo einen.
Aber ja. Ah, so viele Hühner. Vielleicht reicht es jetzt für den Eiern doch, dass er ein paar Pasteten bekommt. Das geht sogar schneller als Brot zu backen. Ernst? Gemüsepasteten gehen deutlich schneller als Brot. Ja, dann sollten sich doch eigentlich alle Hungerprobleme lösen, wenn wir nur noch Gemüsepasteten machen und alle Kartoffeln zu Gemüsepastete umwandeln. Bringt viel mehr Kalorien, es geht schneller zu machen. Wir brauchen nur jede Menge Hühner. Milliarden Hühner. So, jetzt sollte erstmal hier sagen, macht hier mal den Wald weg. Das reicht jetzt hier. So. Das Feld ist jetzt quasi auch fast fertig. Jetzt ist fertig. Wir müssen halt nur wahnsinnig aufpassen, dass wir nicht wieder so eine Hühnerkatastrophe haben, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als wir keinen Hafer mehr hatten und alle Hühner gestorben sind. So, jetzt wird da erstmal ein bisschen Holz geerntet, das ist gut. Ich überlege, ob wir nicht doch wieder mal einen Holzfäller hinmachen sollen. Hier haben wir auch einen Holzfäller. Da gibt es mir. Buche, das ist mir auch schon wieder zu viel. Weise mal jemand zu. Ja, vielleicht. Achso, einen Imker brauchen wir eigentlich auch noch. Ja, ich glaube, wir bauen tatsächlich wieder einen Holzfäller dahin, der sich da standardmäßig darum kümmert, dass da immer ein bisschen freier ist hier. Ja, wir wollen ja einfach nicht so viel Holz haben. Also nicht so viel Wald direkt am Ort. So. Gut, da würde ich hier vielleicht noch einen weiteren Hühnerstall hinmachen. Ist einfach ein Erfolgskonzept, glaube ich. Aber wir wollen, dass da nur einer arbeitet. Maximale Effizienz. Banditen! Nein! Haben wir genug Brunnen? Ich würde sagen, hier fehlt was. Da müsst ihr vielleicht Brunnen hinbauen. Wobei, wir gucken erstmal, wo das war. Keine Ahnung, wo das ist. Also hier. Ich komme von hier. Da haben wir, glaube ich, ganz gut Brunnen. Da haben wir einen. Da haben wir. Also, die werden das löschen können. Das ist, glaube ich, ganz gut. Wenn die jetzt von da oben gekommen wären, da hätten wir, glaube ich, eher Probleme gehabt. So, oh, ich habe hier das Fenster zugemacht. Wir nehmen mal die Brennholzmacher weg und machen mehr zu den Köhlern rein. Macht Kohle! So, also wir haben ja einen neuen Hühner. Habe ich? Habe ich nicht, oder? Wollte ich nur. Ich habe nicht. Maximal groß soll er werden. So, wo wird das Tor sein? Man weiß es nicht. Ich hoffe, das Tor ist auf dieser Seite. Ich weiß es nicht. Moment mal, das Tor ist immer da, wo auf der Längsseite, wo diese Schuppen ist. Also reißt es nur kurz ab. Ihr wollt das Tor effizient platzieren. So, also ich versuche es nochmal. Ah, ne, da unten ist es. Unten, ich sehe es. So, maximale Größe erreicht. Das hier könnte eigentlich auch doppelt so groß sein, glaube ich. Vielleicht darf ich die echt wieder abreißen und dafür stattdessen normale Häuser dahinstellen oder sowas. Hirte Angela, starb an Altersschwäche. Das heißt, irgendwo ist ein Tier, das nicht versorgt wird. Nicht. Ah. Okay, keine Ahnung. Wir haben genügend Hirten und gerade ist eine gestorben. Das heißt, ich hatte eine zu viel, so ein Mist. Banditen sind gelandet. Zeig mal her. Wurde ja wieder Zeit. Ist nicht weit weg, super. Ah, nein. Gebäude brennen, da sind sie. Ja, dann müssen wir eigentlich mal alle Leute daher schicken und dass die sich drum kümmern. Alle raus, die ganzen Köhler. Tötet sie!
und esst ihr Fleisch. Na gut, das ging ja noch. Nur ein Haus. Es hat ja schon mal die halbe Stadt gebrannt wegen der verdammten Banditen. Gut, zurück an die Arbeit. Okay. Ich bin zuversichtlich, liebe Leute. Ja. Und wir kommen jetzt natürlich besser durch den Winter, weil wir viel mehr zu futtern haben, erfreulicherweise. Vielleicht stellen wir jetzt in einem anderen Bäcker auch mal auf Gemüsepastete um. Wahrscheinlich hängt ein Gemüsepastete irgendwann genauso sehr zum Hals raus wie die Kartoffeln bisher. Aber ist egal, es macht satt. Satt ist immer gut. Das heißt, aber zwei Bäcker, die Gemüsepasteten herstellen. Das Rezept ist 3 Kartoffeln, 2 Mehl. Das heißt, wir müssten im nächsten Jahr... Oh, shit, nicht, dass uns das Mehl ausgeht. Wir müssten wieder mal einen Müller einstellen, der Mehl macht. Ich habe das hier begrenzt auf 200. Das wollen wir natürlich, keine Ahnung, deutlich höher machen. Dann 500 oder was weiß ich. Keine Ahnung, oder ich weiß es nicht. Was passiert dann, wenn der die 500 erreicht hat? Macht er da was anderes oder langweilt er sich dann? Das soll sich ja niemand langweilen hier. Was ist da los? Forsthaus! Achso, wir haben keine Steine. Ja, wir haben keine Steine. Ja, dann nicht. Ohne Steine geht das nicht. Oh man, liebe Leute, es ist schon dramatisch hier. Wir gucken gleich mal, wie viele Hühner da reinpassen. Also hier sind jetzt 24 drin, auch 24, also 48 in den beiden kleinen. Müssen wir mal gucken, ob hier auch 48 drin sind oder mehr oder weniger und was uns das dann sagt. Weil 48 haben wir hier, also 48 Hühner haben wir hier für zwei Personen. Zwei Personen kümmern sich um 48 Hühner und bin ich mal gespannt, wie viele Hühner hier reinpassen und wie viel. Also eine Person wird es ja wohl sein, die das dann macht. Ja, müssen wir uns das Verhältnis einfach mal anschauen. Und hier haben wir auch 24. 18. Die Weide ist viel zu klein eigentlich. Die müssen wir eigentlich abreißen. Ich glaube, ich werde die einfach alle umsiedeln in das Neue. Gleich sind wir soweit. Ich mache halt auch ständig Fehler. Ich setze zu viele Baumeister ein, obwohl wir gar nicht so viel brauchen. So Sachen ist echt nicht so gut. Jetzt ist gleich soweit. So! Ein Arbeiter für 45 Hühner. Boah, das ist ein Verhältnis, oder? Hier haben wir zwei für 48 und hier haben wir einen für 45. Ja, dann ist klar, wir müssen die kleinen Dinger wieder wegmachen. Wir siedeln die jetzt um hier. Das ist doch wohl ein Mist, ich Trottel. Gut, den nehmen wir jetzt raus. Alles umgesiedelt. Jo, läuft. Und wir bauen neue Hühnerställe. Ganz klar. Dann doch hier hin. Da hatten wir vorhin ja schon mal eins. Irgendwie habe ich da falsch mitgedacht oder sowas, weiß auch nicht mehr. Ja, Steinbruch steht im Weg. Jagdhütte. Müsst du eigentlich nach weiter oben versetzen jetzt. Da wuchert schon wieder alles zu. Ah,
Okay, der Winter wird gleich beendet sein. Hier können wir den Hühnerstall wegmachen. Wo ist er denn gewesen? Hier. Da kommen die neuen Hühner. Ja, ich überlege gerade, wo jetzt den nächsten Hühnerstall machen. Weil hier, so am Rand, ich weiß nicht. Wobei der Jäger ist direkt daneben. Also mal an den Rand. Da haben wir vorher schon mal einen Hühnerstall gehabt, den habe ich wieder abgerissen. Weil ich trottelig war. Aber gut, jetzt weiß ich Bescheid und ich bin zuversichtlich, dass es das irgendwann klappt. Ja, es hat nicht so wahnsinnig viel Platz hier. Ich versuche gerade, den Eingang woanders hinzubekommen. Ich will den nicht weiter unten haben. Das ist unpraktisch. Das ist immer unten, glaube ich. Ah, jetzt sehen wir auch, wo Wege sind hier. Ja, der Eingang ist immer unten. Sehr unpraktisch. Der soll eigentlich oben sein. Mist! von 45, vielleicht siedeln wir die auch alle mal runter, da können wir den hier wegmachen. Und dann haben wir ein bisschen Platz. Ja, machen wir das mal. Wir verlegen sie alle. Da laufen sie, da wird's voll hier. Stopp mal! Da ist überhaupt, achso. Ich wollte gerade sagen, da ist überhaupt kein Platz mehr, aber ist ja noch. So, jetzt kann das wieder weg. Ich habe langsam das Gefühl, es klappt jetzt besser. Mit allem. Gut. Also, wir sparen uns damit ein paar Hühnerwirte. Tierpfleger, wie auch immer. Für die gleiche Menge Hühner. Das tut sehr gut. Ich überlege gerade, ob wir jetzt auch den dritten Bau vielleicht umstellen sollen auf Gemüsepastete. Dass wir überhaupt nicht mehr diese blöden Brote backen. So, Hühnerstall ist weg. Dann baue ich da einen neuen hin. Ist halt leider der Eingang auf der falschen Seite. Elenderweise. Oder wir machen den einfach größer hier, den Stall. Was ist denn das hier? Stein. Ja, so groß können wir die machen. Ha! 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 Dann werden wir das da abreißen. Und den können wir auch abreißen. Und dann haben wir die beiden. Und dann haben wir die ganzen kleinen Hühnerställe los. Das ist ja schon wieder Frühling. Ich hab's wieder verpasst. Ich trottel. Oh mein Gott. Wo soll ich jetzt wieder die ganzen Leute hernehmen? Das darf nicht wahr sein. Shit, wo sind die denn alle? Was soll ich jetzt alle hernehmen hier? Unglaublich. Eigentlich haben wir nur die Köhler. Gut, vier Jäger. Sechs Bäcker. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, Mann. Es fehlt wieder echt. Aber die Köhler brauchen wir halt eigentlich. Eigentlich brauchen wir sogar noch mehr Brennholzmacher. Ja. Mist. Wobei, wir können uns vielleicht leisten, diesmal nicht so viele Felder zu bewirtschaften. Das nehmen wir jetzt voraus. Das war rein, damit wir Hafer-Nachschub bekommen. Ich denke, wobei ich weiß nicht, ob das reicht. 1500 hier Hafer. Wir kümmern uns jetzt mal nur einfach um die zwei Kartoffelfelder. Vielleicht reicht ja auch eins. Nee, so weit will ich nicht gehen. Nicht, dass es am Ende Ärger gibt. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall 7 Bauern. Oh, Elend. Und hier müssen halt echt die Jäger zugewiesen lassen, damit die sich darum kümmern, dass die armen Hühner hier nicht gefressen werden.
Ja. Vier Leute sind noch gefragt. Ist ja doch die Köhler nehmen wahrscheinlich. Und vielleicht den Baumeister. Gut. Nicht gut. Eigentlich überhaupt nicht gut. Ich nehme nochmal ein paar Köhler raus, damit wir Brennholz machen können. Liebe Leute, bekommt Kinder! Was? Oh, Baumeister, brauchen wir doch natürlich, sicher. Alles für die Hühner. Der sieht doch jetzt kleiner aus, oder? Der sieht kleiner aus als der hier drüben. Die Bäcker haben nicht genug Eier. So ein Mist. Das ist natürlich nicht geil. Oh nein, da. Jetzt haben wir wieder welche. Obstkuchen! Ich will doch keinen Obstkuchen haben. Das kann. Das haben wir doch gar nicht. Das wollen wir doch gar nicht. Schon wieder ein Kind gestorben. So, jetzt hat wieder Platz für irgendwas anderes. Da war mal ein Hühnerstall. Oh, was eigentlich für den Tischler? Oh shit. Haben wir auch nicht. Warte mal, keine Werkzeuge mehr. Also nee, das gibt's doch nicht. Während der Geburt gestorben, das hat er früher nie. Das ist so gut wie nie vorgekommen. Jedes zweite stirbt mittlerweile. Das ist echt der Hammer. Oh, wir brauchen doch mittlerweile Flachs. Flachs, Flachs, liebe Leute, ich bin besorgt. Shit. Da guck mal, dass wir hier nach dem Hafer nochmal eine Runde Flachs anbauen, vielleicht. Schnell wachsend ist das Zeug ja. Vielleicht hat man einen Apotheker zu weisen, der halt sich um Kräuter kümmert und halt den Leuten hilft bei ihrer Geburt oder sowas. Weiß auch nicht. Ja, jetzt haben wir nicht mehr genügend Eier. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Mit dreimal Gemüsepastete. Das war ein. Oh. Aber kein Mehl mehr. Okay, einen lassen wir jetzt wieder Brot herstellen. Und wir brauchen dringend den Müller. Wir sind so arm. Wir sind echt so arm dran hier. Wie sieht's aus? Brauchen wir noch. Es mangelt so krass. Ja, wir brauchen den Müller. Wir haben gleich kein Mehl mehr. Gut, ich denke, ich nehme hier einen Jäger mal wieder raus. Hier gibt es keine Hühner, die ihr beschützen müsst. Alles, was passieren kann, ist Tollwut. Sollte das auftreten, müssen wir uns halt sofort drum kümmern. Aber ich mache hier echt mal aus. So, jetzt kann man einen Müller zuweisen. Ist halt nur einer, leider. Okay, da ist er. Unser Überschüssiger. Der kommt jetzt hier rein. Ja, jetzt haben wir nur zwei Kartoffelfelder. Unfassbar. Für unsere Leute. Und ich hoffe, das ist wirklich eine gute Idee gewesen ist für der Gemüsepastete, dass das wirklich hilft. Weil nicht, wäre es blöd. Da machen wir noch eine Straße hin. Fleisch, Steine haben wir auch schon seit Ewigkeiten irgendwie nicht mehr. Ja, ich bin froh, wenn die Hühner hier unten wechseln, weil da braucht keiner die Hühner. Die
Die Eier, meine ich. Zwei Minuten für vier Mehl. Ah ja, gut. Da kommt auch einiges bei rum, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Wir haben auch nur in einer Saison erstmal Getreide angebaut und es reicht die ganze Zeit immer noch. Na gut, das zeigt auch, dass ich nicht so wirklich viel damit mache anscheinend. Gut, wir haben 8 Babys, das ist auch schon mal gut. Also, ich glaube, man kann wieder halbwegs optimistisch in die Zukunft gucken. ...45 Hühner. Jetzt mach das fertig! Es kann doch nicht so schwer sein, einen bekneckten Hühnerstall zu bauen hier. Ist da bloß ein Zaun. Geh zum Baumarkt, kriegst du Fertigteile. Keine Eier. Ätzend. Ätzend. Ich denke, wir sollten wirklich noch mehr. Noch einen weiteren Hühnerstall. Da müssen wir eigentlich genügend haben. Genügend Eier. Und wir haben dann 3 Hühnerwirte. 3 Hühnerställe. Und die würden, glaube ich, wirklich für genügend Eier sorgen. Erstmal nur, wohin? Mit dem Zeug, wohin? Ich muss immer Platz schaffen hier. Ja, jetzt haben wir 2 Bäckereien, die nichts machen können, weil wir keine Eier haben. Da sind doch 13 Eier. Ist doch der Hammer. Die Kartoffeln nehmen weiter ab. Ich habe doch nicht so wirklich so ein Gefühl dafür, wie das mit der Gemüsepastete klappt. Ob die. Ja, keine Ahnung. Also theoretisch reicht es ja 3-mal so lang wie normale Kartoffeln. 4-mal, 5-mal so lang. Es gibt deutlich mehr satt. Und den Hafer. Dürfen wir auf keinen Fall aus den Augen verlieren. Ganz wichtig. Ich glaube, nächstes Jahr müssen wir ein großes Haferfeld reinhauen. Schon wieder ein Kind geboren, gestorben. Krass. Immerhin stirbt die Mutter nicht. Es wird endlich fertig. So, jetzt unglaublich. Jetzt können wir die beiden Hühnerstelle hier abreißen. Weg mit dir. Hühner umlegen, alle. Hier auch. Gut. Ausgezeichnet. So, alle unterwegs. Sehr schön. Ihr wollt da wohl auch noch gehen, oder? Trottelhühner. Scheinbar nicht. Alle Tiere weg. Achso. 42 passen da nur rein. Ist schon voll. Die töten wir. Geht gar nicht, weil keiner zugewiesen ist. Ah. So, alle weg. Gut, das war grausam von mir. Jetzt haben wir zu wenig Hühner, liebe Leute. Gut, wenn es hell wäre, würden wir noch einen weiteren Hühnerstall bauen. So, jetzt haben wir eine. Wie sieht es denn aus? Mehl? Oh, oh, oh. Wir haben jetzt echt zu wenig Hühner. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich weise mal hier noch kurz zu dem Mehl zu. Und bauen hier einen weiteren Hühnerstall, der jetzt auch den Ausgang auf der falschen Seite haben wird, was blöd ist, weil hier, wir müssen ja nach da oben. Deswegen überlege ich, was ist. Forsthaus! Habe ich pausiert. Ups. Dann müssen wir jetzt hier mal, oh mein Gott, das ist immer was zu tun. Müssen wir hier mal ein bisschen Platz schaffen. So.
Dann machen wir da unsere nächste Hühnerfarm hin. Wobei, die ist ja nicht in Reichweite des Försters, des Jägers. Mist. Ja, es ist ein Elend, dass man da den Eingang nicht verlegen kann hier. Ich denke halt echt an die Laufwege. Na gut, ich werde mal ein bisschen rumprobieren. Ist halt immer unten. Oder wir machen halt den Jäger von hier nach da oben hin. Huhn, starb beim Was ist mit dem Jäger los? Ja, da war halt ein Jäger hier hin. Wir haben keine Steine. Oh nein. Huhn stirbt. Nicht gut. Das wollte ich doch abreißen hier. Achso, kein Baumeister. Was? Kein Baumeister? Achso, kommt noch. So, hier wird geholzt. Sehr gut. Und dann machen wir das nächste Hühnergehege hier hin. So, sieht relativ klein aus, leider. Ja, wird schon passen. So, dann brauchen wir da auch einen Weg. Okay. So, stopp mal. Wie sieht sie hier aus? Da wird geerntet, wunderbar. Ist wieder viel zu wenig Essen für uns. Wäre es mir gerade recht, wenn wir schon mal Bauern fertig hätten. Oh je. Yeah. Damit wir mal ein paar mehr Bauarbeiter zuweisen können. Oh, shit. Brennholz wird wahrscheinlich auch wieder schwierig. Heizmaterial. So viele Probleme. Wieso schläft denn der? Wir haben doch alles. Auch das noch, nicht zu glauben. Gut, wir müssten gleich Bauern haben, frei haben. Wir sind gerade fleißigst am Ernten. So, ich werde jetzt hier mal den Jäger rausnehmen. Der soll hier beim Bauen helfen. Und ich gucke, ob da irgendwelche Füchse rumschleichen. Muss ich jetzt machen? Da. Da schleicht er schon. Stoppbar. Hm. Ja, können wir. Achso, können wir gar nicht machen. Achso. Stimmt, wir haben keine Steine. Die kriegen wir jetzt auch so schnell nicht. Da reißt er den hier ab. Was? Ich dachte, da gibt es jetzt ein paar Steine raus. Oh, Mist. Ich kann mir eigentlich jetzt gerade nicht erlauben, dass wir Steine abbauen. Na gut, immerhin kriegen wir den Hühnerstall. Jetzt können wir da rein theoretisch sogar noch einen weiteren Bäcker hinbauen. Aber das wollen wir natürlich nicht. So, nächster Hühnerstall. Fast fertig, sehr gut.
Ausgezeichnet. Warte mal, so viele Baumeister zugewiesen und wir haben... wir brauchen nur einen eigentlich gerade. Dann stecken wir die beiden Stein-Dings. Ich fürchte, im Winter wird es ein bisschen knapp mit Holzmaterial. So, 45 Hühner passen da rein. Wunderbar, wunderbar. Jetzt werden wir die Hälfte wieder verteilen. Haben jetzt 3 Hühnerstelle. Wunderbar. Ja, wunderbar. Huhn, starb! Ja, da müssen wir uns... Oh, nee, echt? Diese blöden Füchse. Da. Da! Da! 2 Stück Wildern. Wir haben gerade jemanden, der da hingehen kann. Jetzt laufen wir mal schnell dahin, Mann, Tante. Das ist die Maximalgeschwindigkeit, die sie kann. Wo ist das denn jetzt? Verdammt nochmal. Stopp mal. Da wird gewildert. Wo ist sie denn? Ach, jetzt bin ich hier falsch gelaufen. Da. Mhm. Wo ist er links? Boah, ey, unfassbar. Wir brauchen dringend unseren Jäger. Wildschweine, die schlimmsten Hühnertöter. Was ist er denn? War nicht noch ein Wolf? Da. Hör auf! Du elendes Viech! Ah, Hilfe. Stress pur. Wir brauchen dringend diese beknackte Jagdhütte hier. Es fehlen Steine. Man merkt es einfach, man merkt es echt krass, wie heftig das ist mit diesen verdammten Wilderern hier. Wilderer kriegen die Todesstrafe. Hey Leute, ich merke gerade, dass ich komplett überziehe. Aber ich will doch ganz kurz noch gucken, wie das mit den Steinen läuft. Da! Wieso kümmert sich der Hirt nicht drum? Weg! Okay, na gut. Liebe Leute, okay, dann würde ich sagen, hören wir für heute auf. Wir haben jetzt 3 Hühnerställe mit jede Menge Hühnern. Wir müssten jetzt genügend Eier bekommen und hoffentlich können die Bäcker durchbacken mit der Gemüsepastete. Ich blicke auch halbwegs optimistisch in die Zukunft und wir werden sehen, wie es nächstes Mal weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es gefällt euch. Ja. Schaut wieder! Ich krieg zu viel! Da! Wo kommt denn der schon wieder her? Scheiß Viech, ey. Ja, liebe Leute, ich werde mich jetzt gleich mal darum kümmern und bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis dann, eure Lucida. Tschüss.